Herzlich willkommen im Museum Hülsmann im Renaissance-2-Raum vor dem großen Esterteppich aus den 1620er Jahren. Nun braucht niemand Angst haben, dass ich was aus dem 17. Jahrhundert erzähle. Ich erzähle was aus dem 20. Jahrhundert und zwar zum Opus Magnum der Band Queen, Bohemian Rhapsody 1975. Inhaltlich muss ich, glaube ich, zur Bohemian Rhapsody nichts sagen, weil dazu ist quasi alles gesagt. Ich verlage mich heute mal etwas auf die optische Seite, auf die Single Bohemian Rhapsody. Dafür habe ich ein paar Cover mitgebracht. Und dazu braucht man eine Vorbemerkung. Es war früher so, jedes Land konnte entscheiden, welches Cover wie aussah. Es gab keine Vorgaben aus einer Firmenzentrale. Jedes Land war frei, eigene Cover zu entwerfen. Heute ist das ja standardisiert, es gibt strikte Vorgaben. Überall auf der Welt sieht alles gleich aus. Das war früher anders. Und ich habe einfach mal ein paar Sachen mitgebracht aus verschiedenen Ländern. Ich hoffe, ich kriege die Länder alle zusammen. Bohemian Rhapsody, Niederlande. Kann man auf der Rückseite, glaube ich, auch sehen. Und ich finde das Bild ganz schön, wo die Musiker von Queen mit einer Krone auf dem Kopf zu sehen sind. Da wird die royale Tradition in den Niederlanden ganz klar deutlich. Dann hätten wir als nächstes Italien mit einem Foto aus dem berühmten Video. Allerdings konnten sie die Songs nicht richtig schreiben. Auf der B-Seite der Song heißt I'm in love with my car. Das haben sie dann geändert. Dann hätten wir etwas aus Spanien und eine Variante aus Dänemark. Man sieht das gleiche Foto, nur das Foto auf der linken Seite aus Dänemark ist gekontert, also gespiegelt. Also da hat man nicht so unbedingt Acht gegeben, das korrekte Negativ zu benutzen. Und auch hier wieder Fehler. With my car, I'm in love. In Wirklichkeit, I'm in love with my car. Haben sie einfach nur gedreht. Dann hätten wir als nächstes etwas aus Belgien. Ich merke, wir sind etwas Benelux-lastig. Dann eine Bohemian Rhapsody-Single, die gratis einer Musikzeitschrift beilag. Auch ein unseliger Trend, dass Vinyl verramscht wird als Gratisbeilage von Zeitschriften. Besonders mag ich die aus Portugal, weil man die Musiker absolut nicht erkennt, wer wer ist. Also das ist sehr frei in der Interpretation dieser Porträts. Ich möchte nicht wissen, wie alt die Person war, die das gezeichnet hat, ob die schon volljährig war. Dann eine deutsche Variante, die wurde immer noch beworben mit Top-Hit in England. Als müsste man das bei Bohemian Rhapsody nochmal extra draufschreiben. Dann hätten wir etwas aus Frankreich, ein schönes Cover mit einem Live-Bild. Nie verkehrt, eine schöne Aufnahme zu nehmen. Japan war immer sehr speziell mit den Covern. Ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass da oben auch wirklich Bohemian Rhapsody steht. Also da mögen alle Sinologen mich korrigieren, wenn sie da was anderes lesen können. Und zum Schluss, jetzt müsste ein Tusch kommen, Bohemian Rhapsody, I'm in love with my car, eine Sonderausgabe intern der Plattenfirma in blauem Vinyl. 1978 veröffentlicht. 200 Exemplare gepresst und bevor alle da draußen jetzt Schnappatmen bekommen, das ist kein Original. Sonst würde ich, glaube ich, die Platte auch gar nicht so anfassen. Denn die ist sowas wie die blaue Mauritius unter den Singles überhaupt. Preise nenne ich hier natürlich nicht. Da bin ich sehr diskret. Trotzdem eine wohlwollende Schenkung an meine Person, der wäre ich nicht abgeneigt, weil aber das wahrscheinlich nicht passieren wird, müssen wir einfach hoffen, dass sich dann doch noch was tut. Auf jeden Fall lohnt es sich immer, den Kanal vom Museum Hülsmann zu betrachten, alle Videos anzusehen und
Ich verbleibe natürlich bis zum nächsten Mal mit den besten Empfehlungen hier im Museum Hülsmann.